Auf Empfehlungen des Gesundheitsministeriums sowie des Robert-Koch-Instituts folgt Niederösterreich dem oberösterreichischen Beispiel und verkürzt ebenfalls die Corona-Quarantänezeit. Sie beträgt nun anstatt 14 nur noch 10 Tage, wurde am Dienstag aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig bestätigt. Im Herzstück des Naturparks Niederösterreich-Eisenwurzen, in der sogenannten Promau, wird ein ganz besonderer Spielplatz errichtet. Die Auswahl der Spielgeräte erfolgte nach dem Aspekt der Integration. Menschen mit besonderen Bedürfnissen ist die Nutzung des Angebots damit ebenfalls möglich. So ist etwa das Trampolin auch für Rollstuhlfahrer geeignet. Neben einer Therapie- und Nestschaukel gibt es eine spezielle Eltern-Kind-Schaukel. Das Öko-WC ist behindertengerecht zugänglich. In Verbindung mit dem niederösterreichischen Familienpass gibt es im August 2020 ein gänzlich neues, familienfreundliches Special, das niederösterreichische Familienpass-Sommererlebnis. Egal ob mit den Eltern, den Großeltern oder anderen Bekannten, Kinder und ihre Begleitpersonen erwarten gegen Vorlage der niederösterreichischen Familienpass-Card im Wald-, Most-, Industrie- oder Weinviertel 44 kostengünstige Wochenenderlebnisse der besonderen Art. Von Kletter- und Naturparks über Bäder, Niederösterreichs Bahnen und Bergbahnen bis zum Hochseilgarten. Das neu geschnürte Familienpaket ermöglicht den mehr als 201.000 niederösterreichischen Familienpassinhaberinnen und Inhabern bis zu 50% ermäßigte und kostenfreie Eintritte sowie regionale Goodies an beliebten Ausflugszielen. Die teilnehmenden Unternehmen, Aktionen und Details zum niederösterreichischen Familienpass-Sommererlebnis sind unter www.familienpass.at/Vorteile nachzulesen.